Heute sind wir wieder einmal unterwegs, um für euch die Barrierefreiheit zu testen. Dieses Mal im Schloss Nymphenburg in München. Zuerst möchte ich mir die Innenräume von Schloss Nymphenburg ansehen. Da der Haupteingang mit Stufen ist, gibt es für Rollstuhlfahrer neben dem Eingang einen extra Zugang ohne Stufen. Hier ist sogar ein Türdrücker vorhanden, sodass man ohne Hilfe ins Schloss gelangen kann. Wenn euch dieser Eingang zu eng ist, könnt ihr auch den Zugang von der Rückseite des Schlosses nehmen. Die Ausstellungsräume befinden sich im Obergeschoss. Diese sind über einen Aufzug zugänglich. Auf dem Rundgang durch die Ausstellung gibt es keine Stufen oder Hindernisse. Auch Sitzgelegenheiten sind vorhanden, auf denen man eine kurze Pause einlegen kann. Für die Ausstellung gibt es einen Audioguide, aber auch in den Räumen sind immer wieder Tafeln mit Erklärungen vorhanden. Eine geräumige Behindertentoilette gibt es im Erdgeschoss. Für Besucher des Gartens gibt es noch zusätzlich zwei Behindertentoiletten an der Außenseite des Schlosses. Diese sind jedoch nicht so geräumig. Nach meinem Besuch der Ausstellung freue ich mich nun auf ein Treffen mit Frau Dr. Maus, unserer langjährigen Ansprechpartnerin und Pressesprecherin bei der Schlösserverwaltung. Hallo Frau Maus, jetzt haben wir es endlich zu Ihnen nach Nymphenburg ins Schloss geschafft. Ich freue mich schon lange auf den Besuch. Ich mich auch. Ja, erzählen Sie doch kurz was über die Geschichte von Schloss Nymphenburg. Also ich weiß, dass der König Ludwig II., der bayerische Märchenkönig, hier seine Kindheit verbracht hat, aber recht viel mehr weiß ich auch nicht. Ja, mit einem Kind hat es alles angefangen hier in Nymphenburg. Im Jahre 1662 ist der lang ersehnte Thronfolger Max Emanuel geboren worden. Und dessen Vater, der bayerische Kurfürst Ferdinand Maria, war so glücklich über die Geburt seines Thronfolgers, dass er seiner Ehefrau dieses Baugrundstück geschenkt hat. Die Ehefrau war eine italienische Prinzessin, Henriette Adelheid von Savoyen. Und die hat hier dann sich ein kleines Lustschloss erbaut. In den nachfolgenden Generationen ist hier auch immer eine ganze Menge passiert. Jeder hat hier seine Spuren hinterlassen. Wir sitzen hier jetzt ja gerade im Schlosspark in Nymphenburg. Ja. Das ist heute kein französischer Garten mehr, sondern ein englischer Landschaftspark. Dafür war verantwortlich der Karl Theodor und der hat auch 1792 den Garten für die Öffentlichkeit geöffnet. Also seitdem können wir hier spazieren gehen. Ja, das ist also schon ganz schön altes Schloss. Und heute ist es jetzt Besuchermagnet und auch Verwaltung der Bayerischen Schlösserverwaltung, also Verwaltungsgebäude. Mhm. Und trotzdem, also trotz des hohen Alters, kann man es auch gut mit dem Rollstuhl besuchen. Da waren bestimmt viele Baumaßnahmen notwendig, könnte ich mir vorstellen. Ja, es ist immer eine gewisse Herausforderung, so den Denkmalschutz und die Zugänglichkeit für all unsere Besucher zu realisieren. Aber es ist uns natürlich ein ganz großes Anliegen und wann immer möglich, machen wir das auch. Also beispielsweise hier wurden vor ungefähr 10 Jahren der Besucherbereich mit dem Kassenraum und dergleichen im Schloss Nymphenburg erneuert und da war Barrierefreiheit ein ganz zentraler Punkt. Ja, das finde ich super, dass Sie sich dafür so einsetzen. Und gibt es jetzt demnächst Baumaßnahmen, die in diesem Bezug dann gemacht werden? Oder? Also in Nymphenburg sind wir schon ganz gut aufgestellt. Da haben wir dort, wo es ging, Aufzüge eingebaut oder Rampen angebaut oder dergleichen. Aber wo immer die Bayerische Schlösserverwaltung Baumaßnahmen hat, ist Barrierefreiheit ein zentraler Bereich. Also zum Beispiel die Johannesburg, Schloss Johannesburg in Aschaffenburg wird gerade umgebaut. Und da wird nicht nur die Liftanlage erneuert, da gibt es dann auch einen neuen Zugang zu der Sonnenterrasse, was ich ja auch sehr wichtig finde, dass man einen schönen Blick auf den Main hat.
Oder wir haben ja auch nicht nur Gäste, die in ihrer Mobilität eingeschränkt ist, wir haben ja auch Gäste, die nicht mehr so gut hören zum Beispiel. Ja. Und da haben wir auch Maßnahmen, in denen dann Induktionsschleifen auch eingebaut werden und dergleichen. Super, das ist eine tolle Sache. Vielen Dank fürs Interview und dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Gerne, viel Freude im Park Nymphenburg. Und auf diesen Park bin ich jetzt auch schon ganz neugierig. Begleitet ihr mich auf einem Spaziergang? Die Wege durch den wunderschönen Park Nymphenburg sind fast ausschließlich recht gut befahrbare Kieswege. Sie sind recht eben mit nur wenig Kiesbelag und fast ohne Steigungen. Es sind immer wieder Sitzgelegenheiten vorhanden, auf denen man Pause machen und den Park genießen kann. Ein Blindenleitsystem gibt es auf der ganzen Schlossanlage und auch in den Ausstellungen nicht. Neben verträumten Ecken und viel Natur gibt es hier auch die vier sogenannten Parkburgen. Vier kleine Lustschlösschen mitten im Park. Das größte davon, die Amalienburg, ist über mobile Rampen für Rollstuhlfahrer zugänglich. Diese werden vom Personal bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Auch bei der Pagodenburg gibt es mobile Rampen. Da jedoch trotzdem noch eine recht hohe Stufe am Eingang überbleibt, ist der Zugang nur für mobile Handrollstuhlfahrer und ausschließlich mit Hilfe möglich. Die restlichen zwei Parkburgen, die Badenburg und die Magdalenenklause, sind nur jeweils über mehrere Stufen zugänglich. Nach diesem schönen Spaziergang durch den Schlosspark schaue ich mir jetzt noch das Marstallmuseum mit den Kutschen und das Porzellanmuseum an. Beide Museen befinden sich im sogenannten Marstall, einem Gebäude links von Schloss Nymphenburg. Im Erdgeschoss ebenerdig zugänglich ist das Kutschenmuseum. Das Porzellanmuseum erreicht man über einen Aufzug, der ausschließlich vom Personal bedient werden darf. Fragt hierfür bitte bei der Kasse nach. Das war mein heutiger Ausflug nach Schloss Nymphenburg. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.